Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Als Jungfrau, die für ihre analytische und praktische Art bekannt ist, denkst du oft über das Wohlergehen derer nach, die dir am Herzen liegen. Der heutige Tag bringt eine Mischung aus Gedanken an Freunde und Familie, die weit weg leben, und weckt Nostalgie und Sehnsucht nach längst vergangenen Zeiten. Anstatt diesen Gefühlen nachzuhängen, solltest du etwas unternehmen, um mit deinen Lieben in Kontakt zu treten. Ein einfacher Telefonanruf kann deine Stimmung heben und deine Beziehungen stärken. Abends kannst du deine Aufmerksamkeit auf die Menschen in deiner Nähe richten und die Bindungen, die du schätzt, pflegen. Die heutige Planetenkonstellation ruft ein Gefühl der Ehrfurcht vor dem, was richtig ist, hervor, auch wenn die Bedeutung von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Vielleicht spürst du eine tiefe Verbundenheit mit deinen Werten und Prinzipien. Dieses innere Gefühl ist etwas, das du genießen und privat auskosten solltest. Vermeide es, anderen deine Überzeugungen oder Emotionen aufzudrängen, da sie deine Sichtweise vielleicht nicht ganz verstehen oder nachvollziehen können. Stattdessen kannst du dich der Schönheit der Natur oder deinen vertrauten Beziehungen zuwenden, um dich im Glanz dieser schönen kosmischen Ausrichtung zu sonnen. In deinem Berufsleben erhältst du vielleicht eine Einladung, einem neuen Team beizutreten oder mit jemandem zusammenzuarbeiten. Die Energie, die dich umgibt, ist günstig und es ist eine gute Idee, allen Angeboten gegenüber aufgeschlossen zu sein. Einige dieser Möglichkeiten könnten sich als profitabel und überraschend befriedigend erweisen. Nutze diese Chance, um deinen Horizont zu erweitern und neue Allianzen zu schmieden, die deine Arbeit bereichern können. Im Bereich der persönlichen Beziehungen könnte es jedoch zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dir und deinem geliebten Menschen kommen. Deine Abneigung gegen Konflikte führt oft dazu, dass du dich in solchen Situationen in dein Schneckenhaus zurückziehst und ein steinernes Schweigen bewahrst. Aber es lohnt sich, dieses Mal einen anderen Ansatz in Betracht zu ziehen. Vielleicht ist es besser, deinen Standpunkt zu vertreten, auch wenn es unangenehm ist, anderer Meinung zu sein. Wenn du dir selbst und deinen Gefühlen treu bleibst, kann das zu einer authentischeren und offeneren Beziehung führen, anstatt deine Gedanken und Gefühle zu unterdrücken. Inmitten dieser Überlegungen und zwischenmenschlichen Dynamiken hat die himmlische Energie heute ein wunderbares Geschenk für dich auf Lager. Dieses kosmische Angebot kann verschiedene Formen annehmen, z.B. ein materielles Geschenk, eine freundliche Geste oder eine unerwartete Gelegenheit. Es soll dich daran erinnern, dass gute Dinge ihren Weg zu dir finden, wenn du dich auf die Magie des Unbekannten einlässt und dein Herz öffnest. Sei bereit, diesen kosmischen Segen mit Dankbarkeit und einem offenen Geist zu empfangen, denn das Universum hat dich als den verdienten Empfänger ausgewählt. Astrologisch gesehen tritt der Mond heute in den Widder ein und erfüllt dein Leben mit neuer Energie und Kraft. Obwohl der Mond keine wichtigen astrologischen Aspekte bildet, ist dies ein idealer Zeitpunkt, um alte Projekte abzuschließen, die im Hintergrund geschlummert haben. Es kann sich dabei um Vorhaben handeln, die dir schon seit Monaten auf der Seele brennen, und wenn du sie jetzt abschließt, ebnet das den Weg für neue Chancen und Veränderungen. Da die Mondfinsternis näher rückt, ist es wichtig, diese Kapitel abzuschließen, um Türen für neue Erfahrungen zu öffnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Jungfrau, dass heute ein Tag der Pflege von Beziehungen, der Selbstreflexion und des kosmischen Segens ist. Wende dich an Freunde und Familie und überbrücke die Kluft zwischen Nostalgie und Verbundenheit. Erlaube der kosmischen Energie, deinen inneren Sinn für richtig und falsch zu vertiefen.
In deinem Berufsleben solltest du neue Möglichkeiten und Kooperationen nutzen, die dir unerwartete Vorteile bringen können. In deinen persönlichen Beziehungen solltest du deine wahren Gefühle zum Ausdruck bringen, auch wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Am wichtigsten ist, dass du offen bist für das kosmische Geschenk, das das Universum heute für dich bereithält. Wenn der Mond in den Widder eintritt, solltest du alte Projekte abschließen, um Platz für neue Anfänge am Horizont zu schaffen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ass der Stäbe steht für Inspiration, Neuanfänge und kreative Energie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute von einem Ausbruch kreativer und leidenschaftlicher Energie erfüllt bist. Es bedeutet, dass du dich auf eine neue Reise oder ein neues Projekt begibst, das deinen Enthusiasmus entfacht. Das Ass der Stäbe ermutigt dich, diesen Moment der Inspiration zu ergreifen und deine Ideen in die Tat umzusetzen. Es erinnert dich daran, dass du die kreative Kraft und Entschlossenheit hast, deine Visionen zum Leben zu erwecken. Neben dem Ass der Stäbe haben wir den Mond. Diese Karte steht für Intuition, das Unterbewusstsein und die Geheimnisse des Unbekannten. Sie steht für eine Zeit der tiefen Selbstbeobachtung und des Navigierens durch unsichere oder verborgene Aspekte deines Lebens. Der Mond lädt dich dazu ein, deiner Intuition zu vertrauen und die Tiefen deines Unterbewusstseins zu erforschen. Er erinnert dich daran, dass nicht alles so ist, wie es scheint, und dass vielleicht verborgene Einflüsse im Spiel sind. Schließlich haben wir noch die Liebenden. Diese Karte steht für Liebe, Partnerschaften und Entscheidungen. Sie steht für eine Zeit tiefer emotionaler Bindungen und wichtiger Entscheidungen in Herzensangelegenheiten. Die Karte der Liebenden ermutigt dich, die Verbindungen in deinem Leben zu erkunden, sowohl romantische als auch andere. Sie erinnert dich daran, dass Entscheidungen, die von Herzen kommen, oft zu mehr Erfüllung und Harmonie führen. Das Ass der Stäbe, der Mond und die Liebenden bilden zusammen eine Kombination aus kreativer Energie, Intuition und emotionalen Verbindungen. Lass dich heute von der Energie des Stabass inspirieren, indem du deinen kreativen Eingebungen folgst und deine Ideen in die Tat umsetzt. Vertraue auf deine Fähigkeit, deine Visionen in die Realität umzusetzen. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Mondes, indem du deine Intuition erforschst und in die Tiefen deines Unterbewusstseins eindringst. Sei offen dafür, verborgene Wahrheiten aufzudecken und dein inneres Selbst auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Kanaliere die Energie der Liebenden, indem du die emotionalen Verbindungen in deinem Leben pflegst und Entscheidungen triffst, die mit deinen Herzenswünschen übereinstimmen. Suche nach Harmonie und Erfüllung in deinen Beziehungen und Entscheidungen. Diese Deutung steht für einen Tag der kreativen Inspiration, der intuitiven Erkundung und der emotionalen Verbindungen. Lass dich von der Energie des Stabsesses inspirieren, indem du deine kreativen Ideen in die Tat umsetzt. Nutze die Weisheit des Mondes, wenn du deiner Intuition vertraust und verborgene Aspekte deines Lebens erforschst.
Nutze die Führung der Liebenden, um Entscheidungen zu treffen, die mit deinen Herzenswünschen übereinstimmen, und pflege die Beziehungen, die dir am wichtigsten sind. Denke daran, deiner inneren Weisheit zu vertrauen, deinen Leidenschaften zu folgen und Entscheidungen zu treffen, die zu mehr Erfüllung und Harmonie in deinem Leben führen. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du mit einem Gefühl der kreativen Kraft, intuitiver Einsicht und tiefer emotionaler Verbundenheit durch den Tag gehen.